Hallo, grüße euch alle miteinander. Ja, ich habe hier den Jürgen, der mir ein paar Fragen stellt zum Geldsystem. Weil das halte ich ja im Moment für das Allerwichtigste, was wir ändern müssen. Gut. Jürgen, was ist deine Frage? Ja, Herr Kubi, und zwar würde mich interessieren, ob Themen, die jetzt nicht so oft in der momentanen Gesellschaft aufgegriffen werden, wie Spiritualität, Schöpfergeist, Seelenbewusstsein und die göttliche Ordnung. Sind solche Themen im momentanen Geldsystem verankert oder spiegeln sie sich teilweise wieder? Und wenn nein oder wenn ja, wie würde das in einem neuen System besser sein? Oder ist es notwendig, diese Themen in ein neues Geldsystem mit einzuarbeiten? Also, bei einem neuen System gehen wir davon aus, dass jeder Mensch, der geboren ist, kreditwürdig ist. Das machen ja die Eltern sowieso. Also, die ernähren dich, die geben dir ein Dach über dem Kopf, die kleiden dich an und stellen dir keine Rechnung dafür. Warum machen sie das? Sie investieren in dich, vielleicht mit dem Hintergedanken, dass du irgendwann mal vielleicht das zurückgibst, dass du auch für sie etwas tust. Aber viele Eltern sagen, das Kind tut schon genug für uns, weil es macht uns glücklich durch sein Sein. Und deswegen geben die dieses Geld sehr gerne für dich aus. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo du auf eigenen Füßen stehst. Und jetzt ist die Frage, warum ist diese Kreditwürdigkeit plötzlich verschwunden? Weil jetzt tauchst du mit deinem Arbeitsleben in eine Abhängigkeit ein, in der du dich verkaufst. Also musst du dir vorstellen, du bietest deine Arbeitskraft in der Gesellschaft an und irgendjemand kauft dich. Er sagt, okay, ich bezahle dir pro Stunde so und so viel und du machst das, was ich dir sage. Sag ich, Moment mal, das ist doch unwürdig. Das ist doch nicht irgendwie das Menschlichsein. Du kannst ja deine Arbeitskraft nicht von dir als Person sozusagen separat verkaufen. Deine Arbeitskraft und du, ihr seid eins. Und deswegen geht es darum, dass sich niemand mehr verkauft. Denn alle Arbeitnehmer haben sich im Grunde selber verkauft. Nur der Unternehmer. Der Unternehmer, der verkauft nicht sich selbst. Der rechnet nicht einmal seine Stunden ab. Der verkauft immer ein Produkt. Das heißt nicht sich, sondern eine Leistung. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du ein Produkt verkaufst oder ob du dich verkaufst. Wenn du dich verkaufst, bist du Sklave. Also müssen wir das ändern. Das heißt, jeder Mensch muss sich auf seine Fähigkeiten beziehen, egal was das ist. Ob du jetzt ein guter Gassigänger bist mit Hunden, die ansonsten zu lange im Büro liegen müssten, oder ob du zeichnen kannst oder ob du gut Fußball spielen kannst. Egal, jeder Mensch hat Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind dein Kapital. Und deswegen ist es wichtig, dass du dieses Kapital, dass dir das honoriert wird. Das heißt, jeder Mensch braucht nicht nur sozusagen ein Konto, auf dem seine Leistungen registriert werden, sondern er stellt auf dieses Konto auch seine Fähigkeiten dar. Das heißt, du schreibst alles auf, was du kannst. Weiß ich, du kannst gut Toiletten putzen, super Idee, finden andere Leute genial. Du kannst gut Auto fahren oder dies oder jenes, egal was. Vielleicht kannst du auch gut Flugzeuge bauen, dann bist du Konstrukteur da. Jeder hat eine Fähigkeit und die muss er aufschreiben. Es gibt keinen Mensch ohne Fähigkeit. Und selbst wenn du sagst, ja, aber ich bin so krank und ich bin so behindert, dann sag ich, ja, dann bist du auf jeden Fall ein Arbeitsplatz für einen Pfleger. Da freut er sich, der kann mit dir Geld verdienen, weil er kann jemanden pflegen. Dann bringst du auch etwas in die Gesellschaft ein, weil für den Pflegen vielleicht eine ganz wichtige Lebenserfahrung ist. Und diese Leistung, darum geht es nur, dass die auf gerechte Weise ausgetauscht werden. Also ansonsten, wenn wir nicht so ego-belastet wären, könnten wir sagen, wir brauchen überhaupt kein Geld. Jeder geht ins Geschäft und nimmt sich das, was er zum Leben braucht
und weiß, zu Hause hat er einen Haushalt mit 3 Leuten, also nimmt er halt auch nur so und so viele Kirschen mit und nicht einen ganzen Zentner, bloß weil er sich bedienen kann. Aber ich glaube, so weit ist die Menschheit noch nicht, dass sie das sozusagen so egolos sich bedienen könnte. Deswegen muss man ein System haben, wo alle das, was du einforderst und das, was du gibst, wird registriert. Und das Geniale am Geld ist, man kann diese Leistung in Zahlen ausdrücken. Genauso wie man etwas messen kann. Ich habe ja hier extra deswegen den Meterstab mitgebracht, damit man sieht, was Geld sein soll. Es soll nämlich ein Messinstrument sein. Genauso wie dieses hier. Das ist auch ein Messinstrument. Und das kann man nicht manipulieren. Du kannst jetzt nicht hergehen und die Millimeter ein bisschen verschieben, sodass dein Meter dann länger ist als der andere. Das machen die aber heute mit dem Geld. Die verändern einfach die Währungsschraube. Dann ist plötzlich dein Geld weniger wert oder mehr wert. Jedem, den dieser Meterstab gehört und meint, das ist sein Eigentum, der kann es manipulieren. Aber wir wissen genau als Menschen, wenn wir ein Messinstrument haben, das ist ein Eichmaß. Das ist geeicht. Und wer ein Eichmaß verändert, manipuliert, der geht ins Gefängnis. Du kannst nicht als Obsthändler deine Gewichte haben auf der Waage und dann plötzlich an dem Kilo ein bisschen was verändern, zu deinem Vorteil vielleicht. Das wird bestraft. Aber wir sind in einer Situation, wo eben Geld kein Messinstrument ist, sondern eine Ware. Und du kannst mit Geld Geld machen. Das wäre genauso wie, wenn ich mit dem Meterstab mir dadurch Geld verdiene, dass ich andere Leistungen messe und sage, wenn ich deine Leistung damit gemessen hast, sagen wir mal, du hast so und so viel Meter Wand gestrichen und kriegst dafür so und so viel Geld, dann sage ich, dafür, dass ich es gemessen habe, kriege ich von dir 3%. Hey, hör mal, also das geht ja überhaupt nicht. Ich habe meinen eigenen Meterstab. Ich kann selber messen, was ich leiste. Jedem gehört das Geld selbst, das er verdient. Also, dass er für seine Leistung sozusagen ausrechnet. Ja. Und da gilt immer noch das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wenn ich natürlich, weiß ich, irgendetwas mache, was alle anderen selber machen können, dann kann ich dafür nicht viel Geld, also habe ich keinen hohen Zahlenwert. Aber ich kann immer, jeder Mensch ist einzigartig, jeder kann sich etwas ausdenken, was nur du kannst. Oder was halt deine Umwelt braucht. Das regelt sich völlig von alleine. Da muss man kein Peitsche und Zuckerbrot und Peitsche dahinter haben. Sondern jeder schreibt das auf. Das heißt, es gibt kein Konto ohne eine Leistungsliste. Ich sage immer, das ist die B&B-Liste. Also worum, was ich biete und worum ich bitte. Also wenn ich jemanden darum bitte, mir die Wände zu streichen, dann ist das auch eine Leistung, weil ich bin bereit, ihm für sein Streichen Geld zu geben, einen Geldwert. Und dieses Geld muss nicht in Form eines Scheins oder so übergeben werden. Das geht von Handy zu Handy und dann siehst du auf deiner Liste, aha, ich habe da ein Guthaben und der andere sagt, ah, ich gehe ins Minus. Und selbst wenn du im Minus bist, bist du kreditwürdig. Jeder Mensch ist kreditwürdig und zwar ohne Zeitbegrenzung. Und wenn du große Sachen machen willst, wo du viel Kredit brauchst, dann musst du natürlich dich fragen lassen, das, was du produzieren willst, ist das zum Wohle der Menschen und der Natur? Und wenn es nicht zum Wohle und der Menschen ist, dann ist es auch nicht spirituell. Es muss zum Wohle aller sein. Und dafür braucht es natürlich Leute, aber wir haben heute genug Experten, die können dir genau sagen, also du, diese Plastiktüten, das lässt du mal weg. Weil die werden wieder ins Meer geworfen und daran sterben so und so viele Wesen. Das können wir uns nicht mehr erlauben. Also es gibt ja dieses Wissen inzwischen, was mit und was gegen die Natur ist. Also es gibt ja genügend Leute, die können heute schon biologisch dynamisch wirtschaften. Es gibt genügend Unternehmer, die schon wissen, welche Produkte haben Nachhaltigkeit, brauchen keine Ressourcen und so weiter. Dieses Bewusstsein haben wir uns ja in den letzten 3 Jahren erschaffen. Und dieses Bewusstsein muss auch gelten. Ja, kurze Zwischenfrage. Wie nennt man dieses Bewusstsein? Wie kann man sowas, kann man das überhaupt in einer Kategorie? Also ich würde es sagen, wir brauchen ein Geldsystem, das mit T geschrieben wird, nicht mehr mit D. Weil das Geld mit D erinnert an Gold. Und Gold macht gierig. Gold denkst du, ah, das muss ich besitzen. In Wirklichkeit ist Gold nur ein schönes Metall,
das man für Kunst verwenden kann, aber nicht für Geld. Weil es geht nicht um Besitz, um Reichtum. Es geht nur um ein Verrechnungskonto. Und deswegen muss das Geld etwas gelten. Und deswegen schreiben wir das neue Geld mit T und nicht mehr mit D. Und dadurch ist es schon klar, dass wir in eine ganz andere Richtung gehen. Also das Geld verliert völlig an Macht, genauso wenig wie der Macht dieser Meterstab hat. Der hat auch keine Macht. Es ist nur ein Instrument, sonst nichts. Und genau das muss Geld auch sein. Und wenn Geld keine Macht mehr hat, ja, dann sind wir frei. Weil jetzt momentan kann ich mit Geld immer erpresst werden. Immer, wenn ich irgendwas will, was entwickeln will, muss ich fragen, wer gibt mir das Geld dafür? Immer bin ich von Geld abhängig. Ich kenne überhaupt niemanden, der ohne Geld wirtschaften kann. Egal, ob du jetzt, was du für eine politische Meinung hast, ob du rechts bist, links bist, Christ oder Buddhist oder, ich weiß nicht, Querdenker oder egal was, du bist vom Geld abhängig. Und genau das wollen wir ändern. Wir wollen alle Menschen befreien. Weil selbst Bill Gates, ein Multimilliardär, ist von diesem Geld abhängig. Er hat nicht das Geldschöpfungsrecht. Das haben die über ihm. Aber die über ihm, die zeigen sich nicht. Weil sie wissen, dass sie im Grunde ein Verbrechen an der Menschheit begehen. Du darfst nicht die Freiheit des anderen sozusagen über das Geld sozusagen ihnen wegnehmen. Und deswegen zeigen die sich auch nicht. Also die Federal Reserve Bank, die das exklusive Geldschöpfungsrecht besitzt auf der Erde, die verschanzt sich hinter einem Board of Governors. Und das sind nur 12 Herren, die so tun, als wären sie die Repräsentanten der Federal Reserve Bank. Wer dahinter ist, wer der eigentliche Besitzer ist, erfährst du nie. Und interessant ist, dass in dem Board of Governors der Federal Reserve Bank sitzt ein Deutscher. Ich weiß nicht, ob ein Schweizer drin sitzt. Ich glaube auch. Aber ich weiß auf jeden Fall den Deutschen, der drin sitzt. Das ist Wolfgang Schäuble, Finanzminister und so. Und der sagt tatsächlich, wir kriegen nur durch eine Katastrophe eine neue Weltordnung. Und die Weltordnung heißt, wir kriegen alle an die Geldkandare. Wir können mit Geld jeden Level von Wohlstand regulieren. Und wir wollen, dass die Leute billig für uns arbeiten. Das heißt, wir nehmen ihnen den Wohlstand wieder weg und sie müssen wieder von vorne anfangen. Das nennt sich momentan Shutdown. Und so. Und dann machen wir sie wieder arm und dann können sie wieder ackern für uns. Und wenn sie wieder oben sind, dann machen wir entweder einen Krieg oder diese neue geniale Idee von Bill Gates. Wir erfinden ein Virus und setzen alle in Angst und Schrecken. Und dann können wir genau dieselben Maßnahmen machen, die sonst ein Krieg erfüllt. Und das hat alles nur damit zu tun, dass wir abhängige Geldvasallen sind. Und die Merkel, unsere Regierung genauso. Man kann von denen nicht verlangen, dass sie sich ändern, weil die sind ja auch von diesem Geld abhängig. Also die müssen ja auch Schulden machen. Und wer Schulden macht, ist in der Schuld. Und wenn du in der Schuld bist, bist du nicht frei. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Es gibt ja jetzt einige Menschen, die vom momentanen System eben die was profitieren davon, die eben Geld als Materie verleihen, verkaufen, wie auch immer. Und ich nenne sie jetzt einfach mal die zu Verabschiedenden. Und wenn die jetzt verabschiedet werden, wie kann man da eine friedliche Lösung? Weil die werden jetzt nicht sagen so, ja, hey, morgen, okay, passt, ich lasse jetzt meine ganze Macht, wie auch immer, ich lasse alles liegen. Und nein, das stimmt. Aber wir haben ja bei jeder Nachrichtensendung auch den Börsenbericht. Wenn man aber fragt, wer hat denn überhaupt Aktien, dann sind das in Deutschland nur 10% der Bevölkerung haben Aktien. Und die machen ja mit Geld Geld. Also die machen ja produktiv nichts, sondern die gehen das Risiko ein, dass die, wo sie investiert haben, wo sie Aktien gekauft haben, dass das hochgeht oder runtergeht. Aber da gucken sie immer, das ist wie ein Junkie. Wie so ein Dealer, der im Grunde danach süchtig ist, die müssen jeden Tag die Kurse studieren und immer sozusagen wie so ein Spieler, der ohne Leistung per Spiel zu reich werden möchte. Und da würden wir einfach sagen, Leute, dieses Spiel ist zu Ende. Aber wir machen heute oder morgen oder nächste Woche den Schnitt und du kriegst genau den Wert ausbezahlt, den heute an dem Schnitttag deine Aktie wert ist. Die kriegst du jetzt ausbezahlt, aber danach ist Schluss mit Geld, Geld zu machen. Ja. Also, die befriedigen wir einmal, okay, aber die befriedigen wir bereits schon in unserer neuen Währung.
Und gut, dann haben Sie halt einen Kredit von vielleicht der eine hat eine Milliarde auf dem Konto von dem neuen Geld. Aber er kann mit diesem Geld nicht mehr manipulieren. Mhm. Er kann dafür nur Leistung entgegennehmen und Leistung austauschen. Wenn er das Geld nicht verbraucht, was er hat, weil er schon eh alles hat, mhm, also dann ist ihm das auch nichts mehr wert. Also dann, ja, das ist ja auch nur noch eine Computerzahl. Also das ist ja eigentlich rein virtuell. Also das, er wird dafür sorgen, dass er natürlich diesen Lebensstandard weiter hat. Sagen wir, okay, hab ihn. Aber du hast keine Macht mehr dadurch. Und darum geht's. Dass wir praktisch den Machtmissbrauch komplett in einem neuen System gleich von, ja, vornherein... Wenn ich Geld nicht verleihen kann, wenn ich mit Geld nicht zur Ware machen kann, dann hat Geld so viel Macht wie ein Meterstab. Natürlich hat der Macht, weil er sagt dir genau exakt, was du geleistet hast. Nämlich ein Meter und nicht 99 Zentimeter. Das kann ich damit exakt berechnen, weil es ist ein Eichmaß. Und das kann ich dann auch, sage ich, egal, wenn du jetzt die Fabrik gebaut hast mit so und so vielen Leuten, dann alle haben daran teil und du natürlich auch für deine Leistung. Und die wird dir auf deinem Konto gutgeschrieben. Aber damit kannst du nur eine andere Leistung wieder austauschen. Du kannst nicht sozusagen Leute erpressen, mhm, und sagen, du kriegst von mir kein Geld mehr, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt. Aber wird es weiterhin Macht geben? Wird zum Beispiel, wahrscheinlich, wenn jemand eine gute Erfindung macht oder so, oder? Dann hat der, oder? Wenn die honoriert wird, meistens versteht man die am Anfang noch nicht. Also derjenige, der eine gute Erfindung macht, das sickert immer erst nach einer Generation später irgendwie durch. Da gibt der schon nicht mehr. Ich war ja 6-mal für meine Filme in Tibet. Und bei den Tibetern ist es ja sowieso so, dass die eine spirituelle Auffassung vom Leben haben. Wir sind reine Materialisten in unserer Gesellschaft. Also bei uns ist das Leben, beginnt es mit der Zeugung und endet mit dem Tod. Aber das gilt nur für Materialisten, die das Leben körperlich betrachten. Weil das ist ja Tatsache. Der Körper ist dem Gesetz von Werden und Vergehen unterworfen. Das heißt, der ist beim Tod ist er weg. Der wird entweder verbrannt oder weiß ich, beerdigt oder den Geiern gefüttert, egal wie, auf jeden Fall der Körper ist weg. Aber jeder Mensch weiß, er besteht ja auch noch aus Geist. Ich könnte ja nicht mal den Arm heben ohne Geist. Also, und wir reden ja gerade mit dem Geist. Ich rede ja gerade, ich benutze zwar ein Körperwerkzeug, meine Lippen und meine Stimme, aber das, was ich produziere, ist Geist. Und dieser Geist ist ja nicht an physikalische Elemente gebunden. Das heißt, er kann gar nicht sterben. Und du könntest ja den Geist personalisieren. Dann nennst du ihn nämlich nicht mehr Geist, sondern Seele. Die Seele ist dein personalisierter Geist. Und der ist unsterblich. Ich war noch nie auf einer Beerdigung von einer Seele. Ich habe immer nur gesehen, dass Körper bestattet werden, aber keine Seele. Dafür hätte die Menschheit schon längst ein Ritual entwickelt, wenn man Seelen sozusagen tot kriegen könnte. Aber dieses Gesetz von Werden und Vergehen gilt nur für die Materie und nicht für den Geist, weil er eben nicht aus physikalischen Elementen besteht. Und in Tibet ist es so, wenn du beweisen kannst, dass du im Vorleben der und derjenige warst, dass deine Seele halt diese neue Form hat, du hast einfach nur das Gefäß für deine Form, für deinen Geist gewechselt, und du kriegst also von der Behörde, also von der Dalai Lama Behörde den Stempel, dass du die authentische Wiedergeburt von dem und dem bist, dann gehört dir nach dem tibetischen Gesetz alles, was du im Vorleben gehabt hast. Ja? Da gehst du zu irgendeiner Familie hin und sagst, ja Leute, ich war früher euer Papa oder das und das und das habe ich alles aufgebaut, das gehört mir wieder. Also das führt auch zu Problemen. Da haben schon manche das Maschinengewehr ausgepackt und haben gesagt, bevor ich mir deinen Besitz in dieser Generation wieder nehmen lasse von irgendjemand, der daherkommt, weil manche haben ja nicht das Bewusstsein dafür, dass du tatsächlich nicht dem Opa ähnlich bist, sondern du warst der Opa. Das ist ein großer Unterschied. Wir sagen beim Materiellen, er ist wie der Opa. Nein, er ist der Opa. Und dadurch hast du deine Kontinuität. Dadurch betrachtest du das Leben nicht mehr materialistisch, sondern spirituell, geistig, geistig-seelisch. Und da bist du ein Kontinuum, ein unsterbliches Kontinuum. Und das ist eine völlig andere Lebensauffassung. Die anderen Kulturen, die haben das viel mehr in einem System und generellen Leben verankert, wie der Westen. Ja, also am höchsten entwickelt haben es tatsächlich die Tibeter, mhm, mit dem Diamanten, mit Buddhismus, weil die Tibeter haben sehr spät den Buddhismus gekriegt, erst im 7. Jahrhundert nach Christi, also nach unserer Zeitrechnung.
da war der Buddhismus schon 1200 Jahre alt, also der war schon erprobt. Und am Anfang, muss man sagen, hat das Christentum auch die Wiedergeburt in ihrem Liturgie gehabt. Aber im Konzil von Konstantinopel im Jahre 499 hat man auf Antrag des Kaisers, hat der Papst diese Klausel für das Wiedergeburtsgedanke gestrichen. Warum? Weil der Kaiser wollte sein Reich an seinen Sohn vererben und das geht nur über die biologische Linie und nicht über die geistige Abstammung. Weil geistig stammt jeder von sich selber ab. Biologisch stammst du tatsächlich von deinen Eltern ab. Also da bist du in der biologischen Kette. Aber jeder ist sozusagen eine Schnittstelle von Biologie und Geist, also von Materie und Geist. Aber die Materie ist nicht sozusagen in Balance zum Geist, sondern sie ist dem Geist untergeordnet und das ist wichtig. Du kannst nicht sagen, ich bin so esoterisch und bei mir ist die Geist und Körper ist sozusagen in der Balance, so wie in vielen Spa-Hotels das propagiert wird. Nein, es gibt eine Hierarchie und der Geist steht immer über der Materie, weil alle Materie braucht einen geistigen Impuls, damit sie entsteht. Also zum Beispiel, der Monitor, in dem wir uns gerade sehen, der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Dafür braucht ja jemand eine Idee. Und wenn du einen Tumor hast, der ist auch nicht vom Himmel gefallen. Du brauchst eine Idee für den Tumor. Und es gibt natürlich gute Ideen und schlechte Ideen. Aber ohne Idee entsteht überhaupt nichts. Das heißt, wenn sich irgendwas materialisiert hat, musst du zurückgehen an die Idee. Du kannst nicht anfangen, jetzt an der Kamera was rumzufummeln und sagen, ja, die mache ich jetzt ein bisschen besser. Sondern wenn du sagst, die Idee war nicht gut, dann musst du eine neue Kamera, dann findest du keine Bandkamera mehr, vielleicht eine Chipkamera. Dann heißt du hast eine neue Idee. Also ohne Idee entsteht überhaupt nichts. Und wir haben jetzt die Idee für ein anderes Geldsystem. Okay. Ja, da kann man eigentlich positiv in die Zukunft blicken, oder? Wenn man so sieht, dass jetzt das Reden ist, also jeder weiß langsam, oder? Bescheid, was ungefähr läuft und... Ideen haben die größte Macht. Weil wenn du nur die Idee hast vom alten System, dann kannst du das ein bisschen reparieren und so ein bisschen hin und her. Aber du kriegst keinen neuen Impuls. Du musst zurückgehen und dir gucken, war die Idee für diese Gesellschaft gut? Wo war sie gut, wo war sie nicht gut? Und ich gehe sofort her und entwickle neue Ideen für das, was dem Geist, also zum Wohle von uns allen. Also nicht nur von uns, zum Wohle von allen Menschen und der Natur. Und das Tolle am Universum ist, wenn es dir gut geht, geht es allen gut. Es ist nicht so, wie der Materialismus sagt, es muss einigen Leuten schlecht gehen, damit es mir gut gehen kann. Das beste Konzept ist immer das, wo alle im Guten sind. Und so ist das Universum aufgebaut. Weil das Universum ist ein harmonisches Fraktal. Und Harmonie kann man übersetzen mit Liebe. Und deswegen leben wir in einem Universum der Liebe. Okay. Ja. Wow, viel Info. Eine Frage vielleicht nur zum Abschluss. Wenn man jetzt neben dem Geldsystem, sage ich, die vielleicht ein paar andere große Baustellen nur benennen könnte, wo man jetzt schon sagen kann, okay, da läuft wirklich viel schief, oder? Wie so große Segmente, die auch alle betreffen und die Regeln, wo Regeln notwendig sind. Wir schimpfen uns ja als demokratische Gesellschaft. Aber in Wirklichkeit ist es keine Volksherrschaft, sondern eine Parteienherrschaft. Und das ist was anderes wie eine Volksherrschaft. Und es geht schon los im Parlament durch den Fraktionszwang. Also dass du kannst nicht als einzelner Abgeordnete nach deinem Wissen und Gewissen abstimmen oder in Übereinstimmung mit denen, die dich gewählt haben, sondern du musst mit der Fraktion stimmen und die Fraktion ist vom Geld abhängig. Also das heißt, wir haben gar keine Basisdemokratie, wo wir echte Volksvertreter hätten. Das heißt, wenn wir jetzt, es gibt ja zum Beispiel in Deutschland im September, hoffen wir, dass es noch stattfindet, eine Bundestagswahl. Und wie wir wissen, haben die Parteien, die jetzt in der Regierung sitzen, alle, die Opposition wie die Regierungsparteien, für dieses Infektionsschutzgesetz gestimmt. Und das ist ein Ermächtigungsgesetz.
Opposition und Regierung? Alle, durch die Bank. Ohne Ausnahmen haben sie dafür ihre Hand gehoben. Also praktisch alle die Menschen, die 83 Millionen Menschen vertreten, haben gesagt, ja, die Pandemie ist so gefährlich, es ist so furchtbar gefährlich, da brauchen wir ein neues Gesetz. Und haben sogar reingeschrieben, dass die Bundeswehr eingesetzt werden kann für die Leute, die die Pandemie leugnen oder die da halt ausscheren. Und dafür haben sie sogar die Definition der Pandemie nochmal geändert. Das heißt, die ist völlig willkürlich. Wenn irgendjemand sagt, ein Robert-Koch-Institut, wir haben eine Pandemie, dann haben wir eine und dann kann man entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und dadurch, dass alle Parteien dieses Gesetz verabschiedet haben, ist keine einzige von denen noch wählbar. Weil alle leiden wir unter diesen Maßnahmen, die völlig außerhalb von jeder Realität sind. Und also müssen wir jemand anderes wählen. Aber es gibt niemand anderes. Es gibt zwar 103 Parteien in Deutschland, die sind für politische Kandidatur zugelassen, aber keine der einzigen Parteien, dieser 103 Parteien, schafft es über diese 5% Sperrklausel. Das heißt, immer wenn ich die wähle, habe ich diese Stimmen für die Demokratie verloren. Deswegen reise ich zurzeit durch die Republik und mache viele Zoom-Konferenzen, um diese kleinen Splitterparteien davon zu überzeugen, dass sie gar nicht kandidieren dürfen, sondern dass wir uns zu einem Wahlbündnis zusammenschließen, in dem können sie zwar kandidieren und dürfen auch ihrer Heimatpartei treu bleiben, aber auf dem Wahlzettel darf es nur einen zusätzlichen Spalt geben, wo der Bürger, der jetzt frustriert ist, von dieser Regierungspolitik sein Kreuz machen kann. Weil nur wenn das nicht verzettelt wird über 30 verschiedene Zusatzparteien, dann kommen wir tatsächlich über die 5%-Hürde und vielleicht sogar noch stärker. Aber dafür müssen diese Ego-Interessen der kleinen Parteien irgendwie besiegt werden. Und das ist nämlich eine raffinierte Geschichte. Du kommst also nur in den Bundestag, wenn du über 5% kommst. Das heißt, du brauchst 2,5 Millionen Stimmen bei 48 Millionen Stimmabgaben. Wenn du aber über 0,5 kommst, bekommst du schon eine Wahlkampfkostenrückerstattung. Und die bekommst du, wenn du mehr als 250.000 Stimmen gesammelt hast. Und das sind dann wahrscheinlich auch fast 200.000 Euro. Also geht es ums Geld sammeln wieder, nicht ums... Ja, und diese Wahlbeteiligung ist ein reines Geschäftsmodell. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Diese Parteien haben einfach nur gerochen, man kann sich auf diese Weise vom Staat Geld holen. Und es geht ihnen gar nicht, das ist die Tierpartei, das ist die Meditierer, das sind die Veganer, das sind die Vegetarier. Da gibt es ganz viele gute Ideen, die wissen alle, dass sie nie in den Bundestag kommen, aber sie wollen damit Geld verdienen. Und da sage ich, Leute, wenn ihr gute Leute habt, dann könnt ihr ja in dem Wahlkreis, wo das Bündnis kandidiert, einfach auch kandidieren. Und wenn es dann eine Wahlkampfkostenrückerstattung gibt, können wir ja, wenn du gewählt worden bist als Direktkandidat, werden dir deine Ausgaben durch die Wahlkampfkostenrückerstattung erstattet. Aber da wir dann sowieso für unseren Wahlkampf schon mit dem alternativen Geld mit T geschrieben arbeiten, gibt es dann dieses Geldproblem nicht mehr. Wir können jeden in vollkommen korrekt, gerecht bezahlen für das, was er geleistet hat, mit der anderen Währung. Und dann brauchen die gar nicht mehr mit ihrem Ego-Programm nach diesen Euro schielen und brauchen nicht mehr uns die Demokratie kaputt machen, indem sie kandidieren nur fürs Geld. Okay. 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 Habt ihr noch Fragen?